Herzlich willkommen zu der neuen Folge von Zelda Skyward Sword. Müsste mittlerweile Folge 4 sein, wenn ich mich nicht irre. Falls ihr es gemerkt habt, die Folgen ab Folge 3 sind in 16:9. Ja, auch mein Hirn hat es irgendwann gecheckt, wie sowas geht. Ja, letzte Folge habe ich schon ein bisschen reingespoilert, leider. Aber ich dachte, schneidest du das mal besser nicht weg? Vielleicht weckt das ja irgendwie Interesse. Ja. Und ihr habt gesehen, wir bekommen jetzt endlich unsere berüchtigte Link-Kleidung. Ups, jetzt habe ich zu lange gewartet. Jetzt beginnt wieder die... Naja, egal. Dann starten wir auch mal direkt. Kalibrierung. Ja, ich denke mal, die heutige Folge wird wesentlich ereignisreicher als die letzten. Okay, passiert ist ja jetzt schon eine Menge, kann man ja nicht verleugnen. Aber ich meine auch eher actionreicher. Denn diese Folge werden wir laut Plan auf das Erdland oder in das Erdland reisen oder halt sowas. Ja, da steht doch unser Held schon förmlich in Person da. Ja, er studiert die Schriften und wir hauen da mal so ein paar Mobs, um Zelda zu retten. Das haben wir dem alten Vater ja versprochen, seine Tochter zurückzubringen und das heile, wenn es geht. Das habe ich hier auch vor einzuhalten. Ach, den kennen wir doch. Das ist doch der, der uns geholfen hat. Ich glaube, zweite Folge müsste es gewesen sein. Warum hat der eigentlich bei der Prüfung nicht mitgemacht? Wahrscheinlich ist er noch zu jung. Ja, geil Sache. Eine Tasche, immer nützlich. Das ist wahrscheinlich... Ach, das ist unsere Ultim-Tasche, okay. Wie ich es ja noch vermutet habe. Habe ich die jetzt echt gerade erst am Hintern da bekommen? Ich glaube schon, oder? Hier, ihr habt den Vorteil, ihr könnt jetzt nochmal eben zurückspulen und das nachgucken. Ich weiß es nicht. Egal. Schild und ein Herz dran werden mir besonders nützlich sein. Verlass dich auf mich, ich schaff das. Ach, wie ich das vermisst habe. Was machst du denn hier? Ja, übertreib mal. Ist das Bardos Zimmer? Nee, das ist von... Von wem war das? Ex und... Struss? Das sind wahrscheinlich die beiden. Bardos Reich. Dann gehen wir den alten mal trösten. Da steht er ja. Oh, die Frisur, die ist ja echt down. Der Arme. Und ich habe auch noch Mitleid mit dem. Ich bin's natürlich, habe ich wieder mal ganz alleine schuld. Ja. Kann man hier nicht im Schrank gucken, vielleicht? Hoppala. Ja. Bevor wir jetzt losgehen, würde ich aber trotzdem gerne mal einen Blick hier ins Haus werfen. Das habe ich ja bis jetzt noch nicht so oft gemacht. Die Zimmer mal reingucken. Gruß, ey. Das ist ja der Typ, der... Genau, so hieß der ja. Der mir jetzt die Tasche gegeben hat. Was ist das denn? Das ist ja eine Wand zu meinem Zimmer. Da können wir ja durchgucken. Hier ist auch nichts zu holen? Nee, nichts zu holen. Hm.
Ja, kann jetzt sein, dass das erstmal noch langweilig ist. Ich meine. Ich kann schlafen. Das will ich jetzt aber eben noch mal testen. Sorry, wenn das jetzt was dauert. Ich will mal eben testen und in seinem eigenen Bett schlafen können. Da kann ich die Tageszeit mit verändern. Das könnte ja noch interessant werden. Vielleicht muss man ja für manche Quests eine bestimmte Tageszeit haben. Das könnte natürlich sein. Okay, dann noch eins für mal hier unten und die. Ach, lass mich in Ruhe, bitte. Ja, ich weiß, ich wollte das nicht. Ich wollte eigentlich rennen, aber du standest so im Weg. Die Toilette. Da gehen wir doch mal rein. Mal gucken, was man da so Feines machen kann. Oh, Link, du Sau, ey. Mit Hose? Ne. Untersuchen. Wie soll man sich damit denn die Hände waschen? Stelle ich mir schwer vor. Naja. Gucken wir noch mal ganz kurz oben. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Wir haben 120 Rubine. Da müssen wir doch hier irgendwo einen Laden haben, oder? Meister Otus, ne, zu Respektpersonen wollen wir jetzt nicht rein. Giro. Nass? Giro nass? Das ist eindeutig ein Mädchenzimmer. Wahrscheinlich von dem Mädchen, das wir vor einiger Zeit draußen vor der Tür getroffen haben. Das Mädchen, das die Tür aufschließen sollte. Meister Tür. Ach, der wohnt hier auch. Okay, Tito. Zeldas Zimmer. Ja, das war jetzt wohl klar, oder? Wieso mache prüfe ich das überhaupt? Moment, wo wohnst du eigentlich? Da muss ich nicht glauben, ich hole sie ja schließlich zurück. Dafür kann ich echt garantieren, ey, ich werde die ja nicht. Naja, und ohne jetzt zu spoilern, Link rettet Zelda bis jetzt in jedem Teil, also. Das muss ja wohl hier auch so sein. So. Da ist das grüne Licht, das haben wir doch in der Videosequenz mal eben gesehen. Ja, das hat mir ja schon der liebe kleine Stufler erklärt. Oder sagen wir einfach der Sekundarstufe 2. Hilfsanzeige, bla bla bla, Inventar, Hilfsanzeige, Einstellungen, blablabla. Ich habe jetzt echt, muss ich sagen, leider keinen Bock mehr auf Dialoge. Das habe ich natürlich aber auch nicht aufgepasst. Ach, da ist die Amtage. Okay, dann ist das kein Problem. Die war ja vorher noch nicht da, die haben wir ja schon mal gesucht. Montag war das, glaube ich. Oh Gott. Ohne jetzt irgendwie rassistisch zu wirken. Die will mir ja was andrehen wie so ein Chinese. Tränke. Seriously? What the hell? Okay, die Augen, die sind ja wirklich was dann. Aber weil ich jetzt ja mal endlich loslegen möchte, will ich mir jetzt das Schild kaufen und verschwinde dann schnellstmöglich. Und Herztrank soll ich mir ja noch kaufen, ne? Mach ich das mal auch besser. Wie kauft man ein? Wie kauft man ein?
Ach so, ich muss es schon irgendwie sehen. Interessiert euch für den Holzschild? Ausgezeichnete Wahl. Her damit. Weil wir ja in den ersten Folgen so fleißig Rubine gesammelt haben, können wir uns das ja theoretisch jetzt alles leisten. Das finde ich jetzt eine tolle Sache. Ah, mit Minus kann ich das Schnellmenü aufrufen. Habe ich aber noch wenig Platz, die muss man ja eindeutig vergrößern können. Ja, da haben wir auch schon die typische Zelda-Ausrüstung. Ach, hier kann ich mein Schwert ja gar nicht ranziehen. Jetzt bin ich verzweifelt in die Wii-Fernbedienung am Schwenken. Hallo, mein Schöner. Oh, du hast ja gar keine leere Flasche dabei. Ohne leere Flasche gibt es keinen Trank. Das weißt du doch. Wenn du willst, erkläre ich dir nochmal genauer. Willkommen im Trankladen, mein Hübscher. Wenn du verletzt wirst, wirkt mein Herztrank wahre Wunder. Kaum getrunken, füllen sich deine Herzen wieder auf. Na, was sagst du? Du gehörst doch zu den Rittern, nicht wahr? Einer wie du sollte auf jeden Fall immer einen dieser Tränke bei sich tragen. Du? Du hast gar keine leere Flasche. Ich kann dir leider nur einen Trank verkaufen, wenn du eine Flasche hast, in die du ihn füllen kannst. Aber weil du es bist, schenke ich dir eine, mein Hübscher. Neben unseren Tränken kannst du noch allerhand andere Dinge in die Flasche füllen. Also pass gut auf dich auf. Darauf auf. Ja. Wir haben eine leere Flasche erhalten. Nettes Geschenk. Aber ich hätte doch jetzt erstmal lieber einen Heiltrank. Ja, quassel mich noch länger voll hier. Ja, damit. Ah, ich denke, der wird mir noch ganz, ganz nützlich sein, wenn ich mal so richtig abfehle. Ah, da müsste ich ja noch lieber so ungefähr 2 Tempel machen oder so, ein paar Herzteile. Ich kann ja hier schon Pfeile kaufen, aber habe ich noch gar keinen Bogen. Was soll der Driss denn? Naja, dann begebe ich mich mal direkt auf den Weg, denn es sind ja schon wieder so mehr als 10 Minuten um und das wäre jetzt echt schade, wenn ich diese Folge schon wieder kaum was auf die Reihe krieg. Denn ich habe euch ja versprochen, an diesem wunderschönen Mittwoch, dass wir auch wunderschöne Abenteuer erleben. Ach komm, so geht das also. Okay, so kann ich den Schild heben, dem Schild drücken. Aha, okay. Dann wollen wir mal los. Hui! Da gab es ja jetzt keinen weiteren herzlichen Abschied mehr von irgendwem. Ich meine, Bardo und seine Typen sind ja auch verdammt sauer auf mich. Bardo ist ja jetzt so gesehen ein bisschen depressiv wegen mir. Oh, das scheint ja gar nicht so weit weg zu sein. Da ist ja so ein richtiges Loch in den Wolken. Ja, das ist gut. Boah, das sind echt, echt viele Inseln, Alter. Alter. So viele Inseln. Und dann noch eine Welt darunter. Könnte ich mir auch vorstellen, dass du die ganzen Herzteile auf verschiedenen Inseln findest, oder? Oder findest du die auf dem Erdland? Vielleicht beides, ich weiß es nicht. Hier kann ich abspringen. Da hat er ein paar Zuckungen in der Hand. Ja, okay, ist ja auch verdammt windig da oben. Ja, das ist ein bisschen wie Fallschirmspringen, würde ich jetzt mal sagen. Ah, ah, okay.
Okay. Ja, dann haben wir, jetzt weiß ich auch, wofür die Übung da war, ne? Mit dem rechtzeitig abspringen und dann. Gebieter Yoshi. Ja, so höre ich das gern, mein Fräulein. Den Siegelhain. Ja, so der heilige Hain war es, glaube ich, in Twilight Princess oder so, ne? Der war ja ein richtig wichtiger Ort. Da haben wir einen ganzen Map-Teil entdeckt. Das sind ja hier drei verschiedene, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja, noch näherer Zoom. Ich habe es verstanden, wo ich bin. Pass gut auf dich auf. Pass lieber gut auf dich auf. Nicht, dass meine Klinge bricht oder so. Oh, wow, 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 wow. Erster Gegner. Ah, okay. Ich sehe schon, die können ihre Mäuler verschieden öffnen. Da muss ich wahrscheinlich genauso schlagen, wie die den gerade öffnen. Zwei auf einmal. Ja, das klappt doch ganz gut. Die haben doch keine Schnitte gegen mich. Die schnetzel ich doch echt ganz leicht weg. Was war das denn? Ja, von da unten. Uiuiui. Wo zur Hölle bin ich denn jetzt gelandet? Ja, da wird mein Re-Controller gerecht zum Vibrator. Oh, 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 das sieht schmerzhaft aus. Was auch immer. Link da gerade empfindet. Oh, oh, oh. Aber da ist Link wirklich mutig. Mit dem Ding will ich mich eigentlich lieber nicht anlegen. Ach, okay. Da hat Link wieder einen schönen, beziehungsweise furchtbaren Tagtraum gehabt. Beug dich nicht zu weit vor, sonst fällst du danach herunter, Link. Ja, die Blätter weisen uns anscheinend den Weg. Dann wollen wir denen doch auch mal folgen. Jetzt habe ich hier noch keine verloren. Hören wir mal auf Ihren Rat. Ich habe dir etwas zu berichten, Gebieter. Es scheint, als sei dieses Tor vor kurzem geöffnet worden. Jetzt aber ist es von einer starken Kraft versiegelt. Na, eigentlich habe ich jetzt sowas erwartet wie: Ja, laufe zuerst da lang und dann da lang und öffne so das Tor. Was ist das denn hier? Dann laufen wir mal hier hoch, da 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 da. Dann legen wir eine Pause ein, weil wir wieder so erschöpft sind. Wow. Hier sehen Sie nichts. Ja, ich stehe gerade so ein bisschen auf dem Schlauch. Vielleicht hat das ja was mit der Videofrequenz zu tun. Ich hoffe, jetzt kann ich den Paraschall auch gleich benutzen. Aber ein bisschen zu spät, aber ich konnte ihn benutzen, ich hab's gesehen. Mein Kind. Kind des Himmels. Das aus den Wolken kam. Halte das Schwert der Göttin himmelwärts. Halte es dem Bösen entgegen. Ja, das ist doch kein Problem, Alte. Zeigen wir mal, ob die hier drauf haben. Ja, das war ja mal ganz easy.
Ah, mit den Dingern kann ich jetzt bestimmt bei diesem Schal. Das war auch ähnlich so in Wind Waker. Da wieder hochfliegen. Dieser Paraschal ist ja auch so ein bisschen wirklich wie dieses Blatt aus Wind Waker. Wieder, ich spüre eine ähnliche Aura. Sorry, wenn der Daniel das jetzt langweilig findet, aber ich muss mir eben mal anhören, was eine Aurasuche ist. So gesehen Zelda-Detektor. Ja, okay, habe ich verstanden. Das ist kein Problem. Ui! Und gleich nochmal. Ui! Ja, das macht doch Spaß. Das macht dem Link Spaß, kann ich verstehen. Eigentlich hätte ich ja noch weiter hochgekommen, aber eben hier mal gucken. Wenn ich mich nicht täusche, kann man ja hier hochklettern. Ja, ich will mir ja hier nichts entgehen lassen, ne? Ich muss mal gucken, wahrscheinlich werde ich den Kontrast etwas für die Aufnahme runterstellen. Ach, wie langweilig ist das denn jetzt bitte? Da habe ich jetzt aber was Geileres erwartet. Jawohl. Fast genau gegenüber. Den Fahrstuhl da hinten, so nenne ich die Dinger jetzt einfach mal. Den hier muss ich. Ach, komm schon. Wir haben ja nicht ewig Zeit. War Herzchen, obwohl ich glaube ich gar keine gebraucht habe, ne? Ach, was soll's. Schadet nie. Schon mal Übung für später. Ja, da haben wir das Siegel, das ach so starke Siegel, doch mal eben entfernt. So schwer war es ja jetzt doch nicht. Und da würde ich mal sagen, jetzt beginnt das Abenteuer aber so richtig. Tempel des Siegels. Oh, das klingt doch cool, oder? Doch. Klar klingt das. Und ich dachte immer schon, der Weihnachtsmann oder Link haben spitze Hüte, aber Respekt. Sieh an, der Auserwählte, der das Wolkenmeer durchquert hat und vom Himmel gestiegen ist. Jetzt sag bloß, das sind die Haare von dem. Alter Schwede, wie hat der den bitte zusammengebunden? Oh, fick die Henne, Alter. Wie heißt du? Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Yoshi! Gut, Yoshi, also. Du beherrschst den Himmelstrahl. Jene heilige Kraft, die durch das Emporstrecken des Schwertes gen Himmel beschworen wird. Ja, du scheinst des Schwertes der Göttin für wahr würdig zu sein. Ich sitze hier seit ewiger Zeit und habe auf dich gewartet. Den Wegbereiter des Schicksals. Das ist ja wohl eine überaus angemessene Wortwahl für einen Weisen, der hier schon seit Ewigkeiten wartet. Das hier ist der uralte Tempel des Siegels, der von der Göttin selbst erschaffen wurde. Dein Kommen wurde vor sehr, sehr langer Zeit hervorbestimmt. Das Mädchen, das du suchst, ist erst vor kurzem vom Licht umhüllt in diesen Tempel erschienen. Es ist Schicksal. Aber ihre Ankunft im Erdland entsprach nicht der Prophezeiung. Es scheint gerade so, als wolle eine böse Macht euer beider Bestimmung beeinflussen. Yoshi, machst du dir Sorgen um sie?
dann müssen wir jetzt handeln. Großes ist euch beiden vorbestimmt. Um ihre Bestimmung zu erkennen, ging sie in den Wald von Firone. Du musst ihr folgen. Sieh auf deine Karte. Ich schaue auf meine Karte. Dies ist der Weg zum Wald von Firone. Er ist mit einem X gekennzeichnet oder markiert. Aber es ist gefährlich, bei all den Monstern mit der Nase in der Karte herumzulaufen. Daher bringe ich dir bei, wie du Signallichter verwendest. Wenn du auf der Karte ein Signallicht setzt, erscheint die Lichtsäule an der Stelle, an der du dich orientieren kannst. Entschuldigung, hatte ich ein kleines Blackout. Also zeige auf X und drücke C, um ein Signallicht zu setzen. Ja, einfache Sache. Einfach, simpel und effektiv. Du kannst zwar von hier aus nicht sehen, aber das Signallicht leuchtet in deinen Weg. Bla 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 bla. Wenn das Signallicht nicht mehr brauchst, zeige auf der Karte darauf und drücke erneut C, um es zu entfernen. Jetzt musst du dich nicht mehr fürchten, dich zu verlaufen. Geh nun zum Wald von Firone. Finde die heilige Maid. Finde Zelda. Nimm den Inhalt der Schatztruhe in diesem Raum an dich. Er wird dir auf deiner Reise nützlich sein. Raum? Mit seinem super Lockenwickler hat er sich die Strähne also gemacht und dann hat er nur noch ein paar Glöckchen eingebunden, oder wie läuft das hier? Ich glaube, wenn ich jetzt mal wieder so auf die Uhr gucke. Ne, warte, der meinte doch eben was von der Kiste. Egal, da wollte ich eigentlich sagen, dass ich die Folge wahrscheinlich etwas länger machen werde. Vielleicht mal so 40 Minuten, wenn es hochkommt. 35, denke ich, reichen auch schon mal. Damit man, ich meine, jetzt habe ich wirklich nicht viel geschafft. Ich bin ja gerade mal im Wald von Firone. Erstes feindliches Gebiet. Und jetzt muss ich auch noch mal hier reinlaufen, weil ich irgendwas von wegen einer Truhe hier gehört habe. Jetzt stellen wir mal eben die Krüge. Das Geld brauchen wir. Das hat eine Fee. Die kann ich jetzt leider nicht einsammeln. Oh, die will aber nicht. Du hast deine Fee gefunden. Wäre jetzt für den Anfang eigentlich viel besser gewesen. Ja, so bestimmt nicht. Ja, das war auch eigentlich ein Versehen. Eigentlich wollte ich nur testen, was das ist. Sieht aus, als könnte ich hier was pflanzen. Ja, in welchem Raum meint er denn? Ah, okay. Das wird's gewesen sein. Okay, okay, okay. Ja, danke, Opa, Oma, was du auch immer bist. Ich denke, ja, das könnte uns durchaus nützlich sein, oder? Jetzt laufe ich natürlich wieder viel zu schnell. Oh je, was ist denn da los? Da ist ja richtig hart Party. Ihr fiesen Biester, lasst mich in Ruhe! Ja, die kriegen es jetzt erstmal aufs Maul, die fiesen Biester. Ach, so, okay. Jetzt weiß ich auch wieder. So mache ich die anscheinend platt. Willst du aufs Maul oder was? Hör auf, mich zu trollen. Bam! Die Dinger gab es da auch bei Windbreak. Aber da ist hier bestimmt so ein Gegenstand. Genau, so ein Gegenstand, woraus ich irgendwas Schönes basteln kann. Aber Trank wird es wohl nicht sein beim Totenkopf, oder? So Gelee ist bestimmt für einen Trank.
Das ist doch ein Goron, oder? Ja klar, ist ein Goron. Die leben hier anscheinend. Ist für die anscheinend ganz normal, hier auf der Erde zu leben. Die wurden leider nicht in den Himmel hochberufen. Der alten Schriften zufolge liegt hier irgendwo in den Wolken eine Insel der Götter. Diese alten Statuen dienen angeblich einst dazu, zu dieser Insel der Götter aufzusteigen und von dort wieder zurückzukehren. Wenn du eine davon findest, solltest du sie auf jeden Fall untersuchen, da dir die Statuen als Anhaltspunkt dienen. Das ist wirklich praktisch. Und diese Statue hier hat angeblich die besondere Kraft, all die anderen Statuen, die es hier gibt, zu erwecken. Es mag wie ein Märchen klingen, aber ich glaube daran. Wie könnte man sonst den Umstand erklären, dass sie überall in dieser Welt verstreut sind? Soll man da ehrlich sein? Jetzt nicht, tut mir leid. Ich habe jetzt nur noch ein paar Minütchen mit meinen Kollegen hier und dann. Ich meine, jetzt nicht heißt ja nicht immer nicht. Also irgendwann gerne nochmal. Und Dankeschön für den kleinen Tipp. Ja, ich bin halt so eine Art Wunderknabe. Ist ja nichts Besonderes. Ich bin Link. Was haben wir denn da Feines? Haben wir hier einen schönen Geheimgang gefunden? Ah, okay, hier sind wir. Das kennen wir doch. Das ist wahrscheinlich jetzt eine Abkürzung, oder? Ja, scheint eine Abkürzung zum Wald von Virone zu sein. Das Ärgerliche ist ja immer zwischen dieser Mittwochfolge wie heute und der Montagfolge. Da liegt ja immer eine ganze Woche zwischen, ne? Und ich erinnere mich dann manchmal echt schlecht daran, worum es da eigentlich noch ging. Da muss ich dann auch erstmal gucken. Ja, da haben wir doch hier anscheinend den Eingang zum Wald von Virone gefunden. Das war doch noch gar nicht so schwer. Gebieter, wir sind im Wald von Virone angekommen. So. Ja, im Laufe dieser Folge habe ich sicher gemerkt, Lesen ist nicht meine Stärke. Ich habe jetzt mal probiert, ein paar Dialoge mehr vorzulesen. Aber laut vorlesen, das finde ich einfach umständlich. Das mache ich vielleicht ab und zu beim Geist mal. Das könnte alle möglichen Lebewesen, bla bla bla. Aber sie lässt mir ja nicht mal Zeit, das vorzulesen. Also, fürs Erste mal wieder nichts mit vorlesen. Aber jetzt mal wenigstens ein bisschen mehr Action, ein bisschen mehr neue Gegenden erkunden. Und da haben wir hier doch direkt mal einen Glückstreffer gelandet. Schöne, friedliche Waldgegend mit ein paar Monstern drin, die wir natürlich aus diesem schönen Wald vertreiben wollen. Das sieht doch schon aus, als könnte man diesen Baum wunderbar wegschnetzeln, oder? Aber was bringt uns das? Aura-Suche soll ich aktivieren? Da geht's lang, sagt mein Aura-Such-Zelda-Spürgerät-Detektor, was auch immer. Wow, da hätte ich. Wow, was ist das? Geh weg, Alter. Geht doch. Was ist das? Auch eine gute Frage. Ah! Okay. Kann ich die Dinger nicht töten? Ach, die explodieren ja eh nach einer Zeit, ne? Und hopp. Ja, du auch. Na, guck mal, da haben wir doch unsere Freunde. Alter, lass dir mal den Kleinen hier in Ruhe.
Ja, während Kämpfen zu reden ist gar nicht so einfach. Ihr seht ja, die trollen mich auch zum Großteil mal. Warte, was ist eigentlich... Ja, die Technik gibt's nicht mehr. Ja, die Twilight Princess Friends werden jetzt erkannt haben, was ich vorhatte. Och, was ist das denn? Ach, das ist ja niedlich. Warum ist es plötzlich so ruhig? What the hell? Eben hat das noch eine Pflanze auf dem Rücken. Och, die roten Typen da haben den aber anscheinend irgendwie ziemlich gemobbt hier. Der ist ja richtig gestört, der Arme. Jetzt läuft er vor uns weg. Das ist ja mal wieder typisch. Wir müssen da dann alles ausbaden. Ach, das war eben ein Q, ne? Okay, ich hoffe, ich spreche das jetzt wieder mal richtig aus. Das ist ja immer so eine Sache. Man könnte es ja auch Q aussprechen oder so, aber... Hm. Ja, okay, dann folgen wir dem Kerlchen mal. Ein Herzchen wäre ganz nett. Ach, guck mal, da sieht man doch schon von hier, dass da oben ein Safe Point ist. Ich muss das nicht immer gedrückt halten. Warum mache ich das eigentlich immer? Lauf, 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 lauf! Schön gemacht. Oh. Die Dinger sind echt verdammt niedlich, ey. Ja! Wir sind jetzt ja schon deutlich über der normalen Zeit einer Folge. Von daher würde ich mich mal hier abmelden. Euer Soldat Yoshi ist erst nächsten Montag wieder zu euren Diensten. Oder am Wochenende bei Dead Space. Das kommt natürlich drauf an. Ja, wenn uns nicht dazwischen kommt. Und so weiter. Dann freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal, also Montag, wieder bei Zelda einschaltet. Es wäre echt geil, wenn ihr auch mal wieder ein paar Kommentare hinterlassen könntet. Ja, und dann verabschiede ich mich jetzt nochmal. Tschüss, und ich melde mich hiermit ab. Bis zum nächsten Mal bei Skyward Sword mit dem Yoshi. Yoshi!